Herzlich willkommen, liebe Zuschauer der Ham Radio World 2021. Ein weiterer interessanter Beitrag einer unserer ehrenamtlichen Referenten steht nun bereit. Und zwar darf ich begrüßen Uwe Neibig, Delta Lima 4 Alpha Alpha Echo. Hallo Uwe, herzlich willkommen. Hallo Wolfhard, freut mich, dich zu sehen. Ja, ich mich natürlich auch, dich zu sehen, weil es ist ganz toll, dass du als ehrenamtlicher Referent zur Verfügung stehst. Es wäre toll, wenn du uns ein paar kurze Daten von dir selbst nennen würdest. Mache ich gerne. Ich heiße Uwe, bin seit 1981 lizenziert unter dem Rufzeichen Delta Lima 4 Alpha Alpha Echo. Bin Mitglied im Ortsverband Stromberg Papa 51 des DARC. Das ist in der Nähe von Stuttgart, da bin ich auch zu Hause, im Nordwesten genau genommen. Und im Amateurfunk mag ich am liebsten Telegrafie, Contest und DX. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, das war eine kurze, interessante Beschreibung für unsere Zuschauer. Und jetzt für Sie, liebe Zuschauer, geht es los mit dem Beitrag von dem Uwe, und zwar Messung von Netzwerken im Amateurfunk. Bild und Ton zu dir, Uwe. Dankeschön, Wolfhard. Liebe Funkfreunde, willkommen zu meinem Vortrag über die Messung von Netzwerken im Amateurfunk. Was erwartet Sie dazu ungefähr in den nächsten 45 Minuten? Ich möchte einleiten, ganz kurz, mit einer Betrachtung, was Netzwerkanalyse überhaupt ist. Dann auf die Grundlagen eingehen. Die sind erforderlich. Ich versuche, die so knapp wie möglich zu halten und ohne möglichst viel mathematisches Rüstzeug. Dann werde ich kurz auf die Netzwerkanalysatoren eingehen. Da gibt es verschiedene Klassen. Und natürlich auch verschiedene Geräte, werde einige davon kurz nennen. Im vierten Punkt möchte ich kurz erläutern, wie ein typischer Netzwerkanalysator-Messablauf aussieht. Das soll so eine Art roter Faden sein, an dem man sich entlanghangeln kann und möglichst nichts vergessen sollte. Im Wesentlichen, im fünften Punkt meines Vortrages, möchte ich auf Messbeispiele aus der Amateurfunkpraxis eingehen. Ich habe mir dazu drei verschiedene herausgesucht. Und möchte anhand derer erläutern, was man mit Netzwerkanalyse im Amateurfunk alles so bewerken kann. Und abschließend möchte ich mit einer kurzen Literaturliste, die ich für diesen Vortrag verwendet habe. Fangen wir also an mit dem Punkt, was ist Netzwerkanalyse überhaupt? Ich habe das mal so formuliert, das ist die genaue und effiziente Messung von Schaltungen, also im weitesten Sinne von Netzwerken im Hochfrequenzbereich. Ich habe da zwei Punkte unterstrichen mit Absicht, nämlich die genaue und den Hochfrequenzbereich. Genau bedeutet, dass man natürlich die Ergebnisse so genau wie möglich haben möchte, und zwar im Hochfrequenzbereich. Das müssen Sie sich so vorstellen, das ist etwas aufwendiger als Gleichspannungen zum Beispiel mit einem Digitalvoltmeter zu messen. Da kann man natürlich mit einem in Häkchen einfachen Digitalvoltmeter schon recht hohe Genauigkeit erreichen. Aber versuchen Sie einmal im Hochfrequenzbereich eine Spannung zu messen. Das mag im Kurzwellenbereich vielleicht gerade noch so funktionieren, aber bei höheren Frequenzen wird das immer schwieriger. Das ist nicht so einfach, in dem Bereich Spannungen und Ströme, so wie man es im NF- oder im DC-Bereich gewohnt ist, zu messen. Und genau dafür eignet sich die Netzwerkanalyse. Wir werden später noch sehen, wie das funktioniert. Was kann man für Objekte damit messen? Ich habe ein paar Beispiele ausgeführt. Im Wesentlichen sind das Bauelemente, zum Beispiel Widerstände, Spulen, Kondensatoren, also alle im Prinzip passiven Komponenten, die zwei Anschlüsse haben, ganz einfach. Antennen gehören auch dazu, die haben im Prinzip auch zwei Anschlüsse, also zwei Pole. Das nennt man dann in der Netzwerkanalyse ein Tor. Das ist also auch ein Eintor, genau wie ein Bauelement. Dann Filter. Das ist dann schon ein Zweitor. Das heißt, ich habe einen Eingang und einen Ausgang. Das gleiche gilt für Verstärker. Das ist auch ein Zweitor. Ein Übertrager gehört dazu, Kabel, Leitungen und vieles andere mehr. Ich möchte jetzt, wie schon angekündigt, auf die Grundlagen eingehen, die für die Netzwerkanalyse notwendig sind, die man ungefähr verstehen sollte, um mit den Ergebnissen, die so ein Netzwerkanalysator liefert, etwas anfangen zu können. Das erste dabei ist die Impedanz. Die Impedanz ist einfach die Bezeichnung eines
komplexen Wechselstromwiderstand. Das ist also nicht nur ein einfacher ohmscher Widerstand, sondern ich habe mal als Beispiel herausgegriffen die Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Spule. Hier sehen wir das Schaltbild dazu. Und ich habe einfach mal ein paar Zahlenwerte angenommen. Der Widerstand soll 80 Ohm haben und die Spule 1,364 Mikrohenry. Warum dieser krumme Wert, sehen wir gleich später noch. Dann berechnet sich nämlich der Blindwiderstand, so nennt man den Anteil, den die Spule beiträgt, nach dieser Gleichung. Und wenn man das einsetzt für eine Frequenz, hier in diesem Fall 7 MHz, kommen 60 Ohm raus. Ich habe natürlich diese Induktivität so gewählt, dass sich hier ein glatter Blindwiderstand ergibt. Und diese komplexe Impedanz aus 80 Ohm und dem Blindwiderstand von 60 Ohm kann man nun in einer sogenannten komplexen Ebene darstellen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Koordinatensystem, in der nach rechts der ohmsche Anteil und nach oben der positive Imaginäranteil, also der Blindwiderstand einer Spule, und nach unten der Blindwiderstand eines Kondensators aufgetragen wird. In diesem Fall haben wir einen positiven Blindwiderstand. Der wird hier gekennzeichnet durch dieses J. Das ist also die imaginäre Einheit und die steht quasi im rechten Winkel hier zu dem ohmschen Anteil. Und wenn ich das maßstäblich korrekt mache, also hier die 80 Ohm nach rechts und die 60 Ohm nach oben, dann kann ich hier praktisch aus dem Real- und dem Imaginärteil in grün und rot dargestellt den Betrag der Impedanz, hier in schwarz das Z und den Winkel bestimmen. Das Ganze könnte ich natürlich auch rechnerisch und komme dann hier auf dieses Wertepaar von 100 Ohm und 36,9 Grad. Diese beiden Angaben sind also gleichwertig. Die beschreiben eine komplexe Impedanz, in diesem Fall die einer Reihenschaltung aus Widerstand und Spule. Im zweiten Punkt der Grundlagen möchte ich jetzt das Smith-Diagramm kurz erläutern. Da könnte man jetzt einen eigenen Vortrag zu halten, aber ich möchte das ganz knapp halten, nur so, dass wir mit dem Smith-Diagramm und in der Netzwerkanalyse mit arbeiten können. Das Smith-Diagramm ist also ein Hilfsmittel zur komplexen Wechselstromrechnung und eignet sich besonders zur Darstellung der Messergebnisse von Netzwerkanalysatoren, aber auch grundsätzlich zur Darstellung von komplexen Impedanzen. Ich habe mal ein paar Merkmale herausgeschrieben, mit denen man so ein Smith-Diagramm charakterisieren kann. Ganz wesentlicher Punkt ist, dass im Smith-Diagramm selbst keine Impedanzen direkt eingetragen werden. Also nicht direkt in Ohm, sondern man normiert auf eine Bezugsimpedanz und die ist üblicherweise 50 Ohm. Das ist dieser Wert Z0. Z0 ist also 50 Ohm und man geht dann einfach so vor, die Impedanz, die man darstellen möchte, teilt man durch diese Bezugsimpedanz. Also Z ist die Impedanz, die wir darstellen möchten und die teilen wir durch 50 Ohm und bezeichnet man dann im Allgemeinen mit diesem Z-Strich. Man ahnt schon, der Mittelpunkt hier dieses Smith-Diagramms, dieser Punkt 1,0, ist dann einfach die Bezugsimpedanz. 50 Ohm durch 50 Ohm geteilt gibt 1 und das ist hier genau der Mittelpunkt des Smith-Diagramms. Das ist also Z-Strich gleich 1. Und im zweiten Schritt kann man die reelle Achse mal herausgreifen. Das ist die Gerade oder die Strecke, auf der der Imaginärteil 0 ist. Also da liegt ein reiner Realteil vor. Und jetzt kommt eine weitere Besonderheit des Smith-Diagramms. Man hätte ja Schwierigkeiten, sehr große Werte darzustellen. Dann würde das Blatt recht weit reichen oder man müsste das unglaublich klein skalieren. Aber das erledigt das Smith-Diagramm gleich mit. Der Mittelpunkt ist 1 und bis zur linken zum linken Rand hier des Kreises geht es auf 0. Das kann man noch relativ übersichtlich darstellen. Aber nach rechts geht es von 1 bis unendlich. Das heißt, der rechte Punkt hier auf dieser auf der reellen Achse, Entschuldigung, ist der Punkt unendlich. Das heißt, hier auf diesem Stück werden alle Impedanzen zwischen Z' gleich 0 bis Z' gleich unendlich dargestellt. Und der Imaginärteil ist dabei 0. Dann kann man sich den oberen Außenkreis anschauen, hier mal in Rot gekennzeichnet. Der läuft hier auch bei 0 los. Allerdings ist hier jetzt der Realteil 0. Wenn ich auf dieser Kurve entlang laufe, durchlaufe ich alle positiven Imaginärteile von 0 wiederum bis unendlich. Das heißt, hier im rechten Punkt, da treffen sich sozusagen alle Werte im Unendlichen. Und das Gleiche gilt für
den negativen, für den unteren Teil des Missdiagramms. Da ist der Imaginärteil negativ. Ich starte hier wieder bei 0. Der Realteil ist 0. Und der Imaginärteil läuft hier hoch von 0 bis minus J1, auch bis minus J unendlich. Das ist also in ganz kurzen Worten die Darstellungsweise des Missdiagramms. Und üblicherweise gibt man hier rechts zur Sicherheit nochmal an, die Bezugsimpedanz, in diesem Fall Z0 gleich 50 Ohm. Schauen wir uns einfach ein paar Beispiele an, um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen. Habe ich hier einfach mal drei Impedanzen gewählt. Wieder die Bezugsimpedanz Z0 gleich 50 Ohm. Und die Frequenz ist jetzt egal, das seien einfach Impedanzen, die bei irgendeiner Frequenz gelten. Z1 hatten wir schon gesagt, 50 Ohm. Ich teile die 50 Ohm durch die Bezugsimpedanz, also 50 durch 50 gibt 1. Das heißt, dieses Z1-Strich erscheint hier in der Mitte des Smith-Diagramms. Jetzt habe ich hier diese grün dargestellte Impedanz Z2, die sei 25 Ohm plus J 15 Ohm. Also der Imaginärteil ist hier 15 Ohm. Ich teile wieder durch 50, komme auf 0,5 plus J 0,3. Und das kann ich dann wie folgt ablesen. Ich gehe hier zunächst auf der reellen Achse bis 0,5 und dann nach oben, weil es ja positiv ist, bis 0,3, das ist hier. Und der Schnittpunkt dieser beiden Linien, das ist der Punkt, wo ich die Impedanz Z2' eintragen kann. Und das gleiche oder ähnliche gilt für negative Imaginärteile. Da habe ich meine Impedanz von 100 Ohm minus J 50 Ohm angenommen. 100 durch 50 geteilt sind 2, minus J 50 durch 50 gibt minus J 1. Das heißt, ich gehe wieder auf der reellen Achse bis zu dem Realteil 2 und dann in diesem Fall nach unten bis auf minus J1. Das ist dieser Bogen hier. Und da trage ich meine Impedanz Z3' ein. Und so kann man das für beliebige Impedanzen tun. Man kann alle im Prinzip vorkommenden Impedanzen hier eintragen. Wie es dann mit der Genauigkeit bei sehr hohen Werten aussieht, ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich kann man alles eintragen. Gut. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt in den Grundlagen, das sind die S-Parameter. Das sind nämlich genau die Größen, die wir nachher mit unserem Netzwerkanalysator, mit unserem Gerät messen wollen. Und zwar dienen die S-Parameter dazu, lineare Netzwerke im Hochfrequenzbereich zu beschreiben. Speziell in der Messtechnik, aber auch Rechengrößen lassen sich mit S-Parametern darstellen. Und warum nimmt man S-Parameter? Die S-Parameter leiten sich aus diesen Wellengrößen ab. Da muss man jetzt gar nicht im Detail wissen, was das bedeutet. Das liegt einfach daran, was ich eingangs schon gesagt hatte, dass sich Spannung und Strom im Hochfrequenzbereich sehr schwer messen lassen. Denken Sie einfach daran, dass Sie bei 10 GHz eine Leistung oder einen Reflexionsfaktor messen wollten. Und das ist mit einer Spannungs- und mit einer Strommessung praktisch nicht machbar. Und da misst man diese sogenannten Wellengrößen. Und aus denen leiten sich die S-Parameter ab. Ich möchte mich hier in dem weiteren Vortrag auf Ein- und Zweitore beschränken. Ein Eintor ist also ein Netzwerk, was, wie der Name schon sagt, nur ein Tor hat, also zwei Klemmen praktisch. Und ein Zweitor ist ein Netzwerk, was einen Eingang und einen Ausgang oder Tor 1 und Tor 2 hat. Und die Zählweise ist nun so, dass die Anzahl der Tore angibt, um was für ein Netzwerk es sich handelt. Also ein Bauelement ist praktisch, hat ein Tor und ist damit ein Eintor. Ein Filter zum Beispiel hat einen Eingang und einen Ausgang und ist damit ein Zweitor. Und man sieht schon, die Anzahl der Tore bestimmt, wie viele S-Parameter es da gibt. Aber nennen wir zunächst ein Beispiel oder sehen wir uns ein Beispiel an. Wie schon gesagt, ein Eintor ist zum Beispiel ein Bauelement, ein Widerstand, ein Kondensator und eine Antenne zählt auch dazu. Ich habe praktisch einen einzigen Anschluss, der aus zwei Polen besteht. Und ein Zweitor ist dann ein Filter, eine Leitung, solche Dinge. Und die Anzahl der S-Parameter kann man sich überlegen. Beim Eintor habe ich einfach nur einen Reflexionsfaktor. Der wird mit S11 bezeichnet. Eingang ist hier eigentlich überflüssig, weil es nur einen Pol oder einen Tor gibt. Das heißt, ich habe hier einen Reflexionsfaktor und der beschreibt das Netzwerk vollständig. Anders sieht es beim Zweitor aus. Da habe ich schon vier Größen. Das ist hier die Bezeichnung mit dem Indiz oder mit den Indizes. S11 ist der Eingangsreflexionsfaktor, S22 ist der Ausgangsreflexionsfaktor und die Übertragungsfaktoren oder Transmissionsfaktoren werden mit S21 bezeichnet und mit S12.
Das mag etwas irritierend erscheinen, aber das ist tatsächlich so. Der Vorwärtstransmissionsfaktor hat die Bezeichnung S21. Das heißt, ich speise hier auf dem linken Tor eine Welle ein und schaue mir an, welche Welle aus dem Ausgangstor herauskommt. Und umgekehrt, dann habe ich den Rückwärtstransmissionsfaktor und der wird mit S12 abgekürzt. Das sind also die Größen, die ich mit einem Netzwerkanalysator messen kann. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, welche verschiedenen Klassen von Netzwerkanalysatoren es überhaupt gibt. Das habe ich mal ganz grob eingeteilt in die Anzahl der Tore und wie der Netzwerkanalysator messen kann. Die Tore sind hier die beiden Zeilen und die Spalten sind, kann der Netzwerkanalysator nur den Betrag bestimmen oder sogar Betrag und Phase, also vektoriell die Impedanz oder den Übertragungsfaktor. Und in jedem dieser vier möglichen Felder habe ich ein Beispiel aufgeführt. Fangen wir hier mit den Eintoren an. Ein klassisches SWR-Meter ist im Prinzip, wenn man es so bezeichnen will, auch schon ein Netzwerkanalysator. Es kann natürlich nur den Reflexionsfaktor bestimmen und den auch nur skalar. Das heißt nur den Betrag. Das ist das typische SWR. Dem SWR kann ich nicht ansehen, ob die Impedanz größer oder kleiner 50 Ohm ist zum Beispiel. Diese Information fehlt einfach, die würde in der Phase stecken. Anders sieht es aus, wenn ich einen Antennenanalysator verwende. Der wird so genannt, weil der tatsächlich Betrag und Phase bestimmen kann. Das heißt, ich kann wieder an einem Eintor messen, bekomme aber diesmal eine Information über Betrag und Phase, also vektoriell. Und damit kann ich sagen, ob die Impedanz größer oder kleiner als 50 Ohm ist und auch sogar, wie groß real und imaginär teil sind. Und wenn ich dann auf zwei Tore übergehe, kann ich zunächst auch wieder nur skalar messen mit sogenannten Netzwerktestern oder Wobbelmessplätzen. Da wird einfach der Betrag durchgefahren. Das heißt, ich bekomme letztendlich eine Dämpfungskurve und keine Informationen über die Phase. Und die Phase wiederum bekomme ich nur mit einem Netzwerkanalysator. Wenn ich mit zwei Toren messen will, brauche ich einen Vektornetzwerkanalysator, abgekürzt mit VNA oder VNWA, gibt es unterschiedliche Bezeichnungsweisen. Und der erlaubt mir tatsächlich, von zwei Toren vektoriell die Übertragungseigenschaften zu bestimmen. Und auf diese Art von Netzwerkanalysatoren, hier in diesem Feld, blau unterlegt, möchte ich mich in diesem Vortrag konzentrieren. Und zwar hat das folgende Gründe. Der wesentliche Grund ist eigentlich, dass ich nur mit einem solchen Netzwerkanalysator eine vollständige Korrektur der systematischen Fehler des Messgerätes durchführen kann. Das werden wir später noch sehen, wie das im Detail funktioniert. Ich kann, wie ich gerade schon gesagt habe, komplexe Impedanzen bestimmen. Das kann ich mit den skalaren Geräten nicht. Ich kann, wenn ich das möchte, das ist ein Spezialgebiet, die Messergebnisse, die ja normalerweise im Frequenzbereich, also über der Frequenz bestimmt werden, in den Zeitbereich transformieren. Dazu muss ich die Ergebnisse im Frequenzbereich tatsächlich komplex vorliegen haben. Und wenn ich das in den Zeitbereich transformiere, kann ich zum Beispiel damit einen Impulsreflektometer realisieren. Und ein vierter wichtiger Punkt ist, ich kann die Messebene mathematisch verschieben. Das ist auch eine ganz nützliche Eigenschaft, aber über die möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Ich habe hier mal ein paar Geräte zusammengestellt. Das ist eine Übersicht, die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Einfach nur mal, um zu zeigen, was es heutzutage auf dem Markt gibt und wie es im professionellen Bereich aussieht. Auch wieder unterteilt in die verschiedenen Typen von Geräten. Bei Eintoren gibt es zum Beispiel vom Funkamateur, von der Zeitschrift Funkamateur, diesen Vektoranalyzer 5. Es gibt Rig Expert und verschiedene andere Geräte natürlich. Es gibt für Zweitor- und Skalarmessungen auch vom Funkamateur diesen Netzwerktester. Und dann für die Typen, auf die wir uns heute hier beschränken wollen oder konzentrieren wollen, auf die vektoriellen Zweitor-Netzwerkanalysatoren gibt es den Mini-VNA, den Nano-VNA und hier von DG8SAQ den VNWA2 oder VNWA3 in der neuesten Ausführung. Hier unten habe ich mal so die grobe Orientierung der Preise angegeben. Die bewegen sich so zwischen 50 und 1000 Euro. Ganz grob. Und hingegen im professionellen Bereich habe ich hier ein paar Geräte aufgeführt aus der Klasse der Zweitor-vektoriellen Netzwerkanalysatoren.
der absolute Klassiker in Häkchen ist eigentlich nach wie vor immer noch der Hewlett-Packard 8753, den es immer noch zahlreich auf dem Gebrauchtmarkt gibt. Natürlich von Rot und Schwarz zahlreiche Geräte, von Keysight, Anritsu und verschiedenen anderen Herstellern. Wichtig hier eben zu wissen, diese Geräte liegen im Neupreis leicht um den Faktor 1000 über den Amateurfunkgeräten. Jetzt möchte ich zu dem Messablauf kommen. Das hatte ich ja angekündigt. Das soll eine Art roter Faden sein, den man befolgen kann, der eigentlich so gedacht ist, dass er unabhängig vom genauen Typ, den Sie verwenden würden, eines Netzwerkanalysators eigentlich immer sich anwenden lässt und der so gedacht ist, dass man möglichst nichts vergisst und keine Arbeiten doppelt machen muss. Und deshalb sollte man im ersten Schritt sich möglichst genau überlegen, welche Start- und Endfrequenz man für seinen Frequenzsweep verwenden möchte. Wenn ich einen Filter habe oder wenn ich eine Antenne habe, dann weiß ich ungefähr, in welchem Frequenzbereich die arbeiten sollen oder welcher Frequenzbereich mich interessiert. Dann kann ich den schon einschränken oder eingrenzen und muss nicht unnötig große Frequenzbereiche durchsweepen. Ich sollte die Anzahl der Messpunkte festlegen, je nachdem, welche Schwankungen ich im Frequenzgang erwarte, muss ich das unter Umständen sehr fein tun oder ansonsten kann ich das auch gröber machen. Das bestimmt letztendlich die Zeit, die ich für eine Messung brauche. Und ich sollte die Bandbreite festlegen. Bei vielen Geräten ist das möglich oder alternativ die Messzeit. Sozusagen die Zeit, die der Netzwerkanalysator auf einer Frequenz, der geht ja schrittweise diesen Frequenzbereich durch über die Anzahl der Messpunkte, wie lange er auf einer Messfrequenz verweilt und damit die Genauigkeit einfach messe und dann mittle. Im zweiten Punkt führe ich die Kalibrierung durch. Da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Da gehen wir später in der nächsten Folie noch im Detail darauf ein, was man da zu beachten hat und wozu das überhaupt gut ist. Dann wähle ich das Format im dritten Punkt, wie ich die Messergebnisse dargestellt haben möchte, zum Beispiel im Smith-Diagramm, was wir gerade gesehen haben, wenn ich einen Reflexionsfaktor darstellen möchte. Oder auch manchmal genügt auch der Betrag, wenn ich einen Filter habe oder die Phase. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nach Gerät ist es unterschiedlich. Im vierten Punkt kann ich eventuell eine sogenannte Port-Extension anwenden. Das hatte ich gerade gesagt. Das ist ein Vorteil eines vektoriellen Netzwerkanalysators. Ich kann also die Messebene mathematisch verschieben. Das ist unter Umständen sinnvoll, wenn man mit Adaptern arbeitet. Man hat zum Beispiel einen Netzwerkanalysator mit SMA-Buchsen, führt auf dieser Ebene, auf diesen SMA-Buchsen auch die Kalibrierung durch mit seinem SMA-Kalibrierstandard. Und dann möchte man aber zum Beispiel ein Zweitor messen oder ein Tor, was PL-Buchsen oder N-Buchsen oder BNC-Buchsen hat. Das heißt, ich brauche einen Adapter von SMA auf PL oder von anderen Steckernormen und diesen Adapter kann ich praktisch mathematisch herausrechnen. Das wäre dann letztendlich so, als würde ich auf der Ebene der PL-Buchse oder der N-Buchse kalibriert haben. Dann im fünften Punkt führe ich die eigentlichen Messungen durch und speichere die Ergebnisse natürlich oder kann sie auch exportieren und mit eigenen Tools oder weiteren Tools verarbeiten. Und im Punkt 7, der oft nicht so beachtet wird, aber den ich persönlich für sehr wichtig halte, überprüfe ich die Ergebnisse möglichst auf Plausibilität. Das heißt, ich schaue mir an, ist das, was ich da gemessen habe, sinnvoll? Ist das plausibel? Gibt das Sinn? Einfach um Messergebnisse um Messfehler auszuschließen. Und wenn ich damit zufrieden bin und das vernünftig erscheint, kann ich die Ergebnisse weiterverarbeiten. Ich messe ursprünglich mit einem Netzwerkanalysator, wie ich gerade schon dargelegt habe, die S-Parameter, also S11 und S21 zum Beispiel, für ein Zweitor. Und aus diesen Größen kann ich nahezu beliebige andere Größen berechnen, zum Beispiel den Widerstand, die Induktivität, eine Leistung, was auch immer, eine Dämpfung. Und das werden wir in den Beispielen noch sehen, wie das funktioniert. Und jetzt möchte ich nochmal speziell auf diesen Punkt 2, den Punkt der Kalibrierung, eingehen, weil der sehr wichtig ist für die vektorielle Netzwerkanalyse. Der Grund, wie schon angekündigt, ist, dass ich mit dieser Kalibrierung systematische Messabweichungen
eliminieren kann oder minimieren kann. Das muss man jetzt sich so vorstellen. Ich kann damit natürlich nicht das eigene Rauschen reduzieren. Das Rauschen ist ein zufälliger Prozess. So ein Netzwerkanalysator ist im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Sender mit einem kleinen Empfänger. Und der hat ein eigenes Rauschen. Aber diese Größe ist zufällig und die kann ich nicht eliminieren. Aber es gibt systematische Fehler, die so ein Netzwerkanalysator hat. Und die kann ich kalibrieren. Ich brauche da natürlich ein Vergleichsnormal, wie das immer bei einer Kalibrierung ist. Und dazu brauche ich praktisch sogenannte Kalibrierstandards. Und dazu habe ich mal ein Beispiel herausgenommen, wie man das mit dem sogenannten OSM-Verfahren tun kann. Das OSM-Verfahren steht für Open Short Match. Das heißt, ich brauche drei Kalibrierstandards. Und hier ist mal das Prinzip kurz dargelegt. Ich mache also während der Kalibrierung drei Messungen nacheinander. Ich schließe zunächst ein Open, also im Prinzip gar nichts an das Messtor 1 des Netzwerkanalysators an und messe den Reflexionsfaktor. Das ist dann der Leerlauf. Und der Leerlauf sollte natürlich eine Impedanz von quasi unendlich haben. Wenn ich diese Messung mache und der Netzwerkanalysator noch nicht kalibriert ist, werde ich sehen, dass ich keinen idealen Leerlauf erhalte. Das heißt, ich sehe quasi den Fehler oder die Abweichung des Netzwerkanalysators in dieser Messung. Das mache ich eine gleiche Messung mit einem Kurzschluss an dem Tor des Netzwerkanalysators. Das ist die Short-Messung. Und dann schließlich die Messung mit einem 50-Ohm-Abschluss, also mit meiner Referenz. Und das muss natürlich eine in Häkchen gute Referenz sein, also ein 50-Ohm-Abschluss, der tatsächlich möglichst sehr nahe über den gesamten Frequenzbereich an 50 Ohm herankommt. Weil das ist meine Referenz. Einen Kurzschluss kann ich in Häkchen relativ einfach herstellen, koaxial, und einen Leerlauf nicht ganz so gut, weil es immer ein kleines Streufeld gibt. Aber einen breitbandigen, konstanten Abschluss von 50 Ohm herzustellen, ist relativ aufwendig und entsprechend teuer, kann man sich überlegen, sind hochwertige Kalibrierkits für 50 Ohm. Und aus diesen drei Kalibriermessungen, da muss ich mir selber keine Gedanken drüber machen, berechnet der Netzwerkanalysator nun die Fehlergrößen. Und zwar aus drei bekannten Größen kann er drei Fehlergrößen berechnen. Und die genügen im Allgemeinen, um praktisch dann aus den Rohmessdaten, die ich in den eigentlichen Messungen ja gewinne, die korrekten Messdaten zu berechnen mit diesen drei Fehlergrößen. Wie gesagt, diese Punkte erledigt der Netzwerkanalysator sozusagen im Hintergrund. Ich muss mich darum nicht kümmern. Ich mache einmal diese Kalibrierung, nur einmalig genügt. Wenn der Netzwerkanalysator zeitlich konstant ist und mit der Temperatur nicht wegläuft, kann ich das einmal zu Beginn meiner Messaktion durchführen. Und dann habe ich einen kalibrierten Netzwerkanalysator. Und solange ich den Frequenzbereich nicht ändere, das ist ganz wichtig, kann ich mit diesen Kalibriergrößen weiter arbeiten und mit denen messen. Deshalb hatte ich auch gesagt, am Anfang ist es sinnvoll, den Frequenzbereich festzulegen, weil bei den meisten Geräten ist es so, wenn ich im Nachhinein nach der Kalibrierung festgestellt habe, dass mir der Frequenzbereich nicht genügt, zu klein ist oder am Anfang auch zu groß, dann müsste ich nochmal neu kalibrieren und diese Arbeit kann ich mir sparen, wenn ich mir vorher genau überlegt habe, welchen Frequenzbereich ich abdecken möchte. Ganz wichtig eben zu merken hierbei ist die Güte der drei Kalibrierstandards, Open, Short und Load oder Match, die bestimmt im Wesentlichen die Genauigkeit der Netzwerkanalysator-Messergebnisse. Das ist wichtig zu merken, deshalb habe ich es hier nochmal in Rot unterlegt. Gut, dann können wir zu den Messbeispielen kommen. Ich habe Ihnen dazu drei verschiedene herausgesucht, die ich selbst durchgeführt habe, aus dem Amateurfunk, aus der Amateurfunkpraxis. Das erste ist ein Zweitor und dann kommen zwei Eintore. Und zwar ist das im ersten Fall ein Notchfilter für 21 MHz. Da interessiert uns die Dämpfung und die Anpassung. Im zweiten Beispiel möchte ich eine Ringkernspule untersuchen. Das ist ein Eintor, also ein einfaches passives Bauelement. Und im dritten Fall, das ist auch ein Eintor, aber das funktioniert genauso gut mit Netzwerkanalysatoren, eine Delta-Loop-Antenne für 7 MHz. Und da möchte ich die Antenne auf beste Anpassung auf einer gewissen Frequenz abgleichen. Fangen wir also mit dem ersten Beispiel an, dem Notchfilter für 21 MHz. Was steckt dahinter?
Die Aufgabe besteht darin, dass ich mit zwei sehr dicht benachbarten Funkstationen, hier mal abgekürzt mit TRX1 und TRX2, gleichzeitig Funkbetrieb machen möchte, und zwar sehr dicht beieinander. In diesem Fall war ich mit meinem Funkfreund DL3TU auf dem Augstenberg in Liechtenstein. Da hat man also oben auf dem Gipfel nicht viel Platz und die Antennen waren ungefähr 50 Meter voneinander entfernt. Und wir hatten uns zum Ziel gesetzt, gleichzeitig zwei Signale in die Luft zu bringen, nämlich auf 20 und auf 15 Meter, um möglichst viele DXer zu bedienen. Das heißt, das ist hier mal ganz grob die Konfiguration. Der erste TX arbeitet auf 14 MHz und hat einen Filter und der zweite TX auf 21 MHz und hat auch einen Filter im Ausgang zu den Antennen. Und warum macht man das Ganze? Man will natürlich sich gegenseitig nicht stören. Das ist ganz klar. Wenn ich hier auf 14 MHz arbeite, möchte ich nicht von dem Sendesignal hier auf 21 MHz gestört werden. Mein Empfänger soll nicht zugestopft werden und verschiedene andere Effekte, die mir das Leben auf 14 MHz schwer gemacht hätten, sollen nicht auftreten. Also war die Idee, das kann man natürlich, sollte ich vorweg sagen, mit gekauften Bandpassfiltern realisieren, so wie es gern bei Multi-Multi-Stationen gemacht wird oder bei der Expedition auch sehr häufig, wo ja auch viele Signale auf verschiedenen Bändern gleichzeitig in der Luft sind. Aber ich hatte eben den Ehrgeiz, das mit einer eigenen Schaltung zu realisieren. Und da war die Idee, weil wir ja nur zwei verschiedene Frequenzen hatten, für jeden TRX ein eigenes Notch-Filter zu entwerfen. Und wir konzentrieren uns jetzt hier mal auf den 14 MHz Transmitter. Und das Filter dazu muss dann natürlich so ausgelegt sein, dass es eine hohe Dämpfung auf 21 MHz hat. Das heißt, dass eventuelle Störstrahlung oder Seitenbandrauschen oder unerwünschte Ausstrahlungen auf 21 MHz hier nicht an die Antenne gelangen und den zweiten Transceiver stören könnten. Das heißt, das war die erste Forderung, eine möglichst hohe Dämpfung hier im Filter 1 auf 21 MHz, das ist die Notch-Frequenz. Dann sollte es natürlich die Wunschfrequenz, nämlich die 14 MHz, praktisch ungestört passieren. Das heißt, ich brauche eine geringe Dämpfung hier bei 14 MHz und die Anpassung gleichzeitig auf 14 MHz sollte natürlich erhalten bleiben. Das heißt, das Filter 1 sollte hier die gute Anpassung der Antenne nicht verschlechtern. Das heißt, ich habe hier ein Zweitor und um diese drei Kriterien zu überprüfen, mache ich eine komplette S11 und S21 Messung. Und im ersten Beispiel, nein, wir schauen uns nochmal das Filter vorweg an, Entschuldigung, das es basiert auf einem eigenen Entwurf. Ich habe praktisch zwei Saugkreise, also Serienschwingkreise nach Masse für 21 MHz. Um die Dämpfung zu erhöhen, habe ich zwei in Reihe geschaltet oder kaskadiert. Und entkoppelt habe ich die durch einen Durchgangskreis hier in Serie auf 14 MHz. Und dadurch kann ich hier praktisch die Dämpfung, die so ein einzelner Kreis hat, nochmal erhöhen und gleichzeitig für eine gute Anpassung auf 14 MHz sorgen. Und das sieht man jetzt hier nochmal schön. Ich habe einen Eingang und einen Ausgang und kann damit oder sollte damit eine S11 und S21 Messung, eine Zweitormessung machen. Und jetzt kommt das Messergebnis und zwar dargestellt der Logarithmus von S21. Das heißt letztendlich nur mit dem falschen Vorzeichen die Dämpfung in Durchlassrichtung. Und man sieht schön, hier bei 21 MHz, wenn man genau mit dem Cursor auf die Frequenz fährt, sieht man das bei 21,18 MHz, also absichtlich so abgeglichen, dass es in der Mitte des 15 Meter Bandes liegt, habe ich eine Dämpfung von 66 dB, also einen hohen Wert. Und gleichzeitig habe ich bei 14 MHz, wo ja mein Sendesignal liegt, genau genommen bei 14,03 MHz, eine sehr geringe Dämpfung von 0,08 dB. Hier sieht man übrigens auch schön, dass diese geringe Dämpfung sich natürlich nur mit einem kalibrierten Netzwerkanalysator messen lässt. Mit einem üblichen Verfahren ohne Kalibrierung wäre quasi fast schon die Eigendämpfung so hoch, sodass die Dämpfung, diese geringe Dämpfung des Notchfilters praktisch gar nicht festzustellen wäre. Das heißt, hier zahlt sich auch die Genauigkeit der Kalibrierung aus. Das waren also die beiden ersten Kriterien, die sind also erfüllt. Hohe Dämpfung auf der Notch-Frequenz und geringe Dämpfung auf der Sendefrequenz. Und im dritten Kriterium habe ich mir
den Reflexionsfaktor angeguckt und daraus das SVR berechnet. Dazu messe ich das S11 und hier gleich dargestellt ist daraus berechnet das SVR. Das geht nach dieser Gleichung hier oben und das erledigt in diesem Fall auch der Netzwerkanalysator für mich. Es gibt aber Geräte oder es gibt viele Geräte, die das schon eingebaut haben, diese Funktion aus dem S11 das SVR zu berechnen. Falls das Gerät das nicht kann, kann man das auch im Nachhinein mit einem Skript oder mit einem kleinen Programm erledigen. Und man sieht schön, hier auf der Durchlassfrequenz auf 14,1 MHz habe ich ein sehr geringes SVR von 1,06 und damit verschlechtere ich praktisch das SVR der Antenne gar nicht. Und das Filter funktioniert sehr gut und das hat sich auch im praktischen Funkbetrieb gezeigt. Das hat sehr gut funktioniert. Wir konnten tatsächlich ungestört oben auf dem Ochsenberg auf 20 und 15 Meter gleichzeitig Betrieb machen, ohne uns zu stören bei 100 Watt Sendeleistung. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Das ist eine Ringkernspule, die ich mal untersuchen wollte. Die besteht aus einem Amidon-Ringkern mit der Bezeichnung T130-17. Das ist also ein Kern mit rund 33 mm Durchmesser und im Materialmix 17. Das ist ein Eisenpulverkern, der im Kurzwellenbereich eine recht hohe Güte verspricht. Ich habe diesen Kern mal mit 14 Windungen bewickelt und wollte einfach mal wissen, welche Güte, welche Induktivität sich damit erreichen lässt. Ich messe also natürlich nicht die Güte direkt, das kann der Netzwerkanalysator nicht und die Induktivität natürlich auch nicht, sondern ich messe, wie üblich, weil es hier in diesem Fall ein Eintor ist, den Reflexionsfaktor, also das S11, berechnen wir daraus zunächst die Impedanz und aus dieser Größe dann die gesuchten Größen. Wie sieht das im Detail aus? Fangen wir einfach mit dem S11 an, dargestellt hier einmal im Smith-Diagramm. Die Kurve läuft hier los. Hier angetragen sind die Frequenzen. Bei der ersten Frequenz, also hier quasi im ganz unteren Frequenzbereich bei 0,01 MHz, also bei 10 kHz habe ich begonnen zu messen, habe ich praktisch Falten wie einen Kurzschluss. Die Impedanz hier ist Z' gleich 0 und ich laufe dann auf dem Außenkreis, also quasi auf der imaginären Achse hier rum. Hier bin ich bei 10 MHz und ich habe bis 100 MHz gemessen. Ich ahne hier schon, dass der Realteil praktisch null ist, so gut wie null. Das heißt, ich bin rein imaginär unterwegs, wie wir vorhin bei der Erklärung des Smith-Diagramms gesehen haben. Und das sieht man jetzt noch besser, wenn man dieses S11 in die Impedanz umrechnet. Das funktioniert mit der Gleichung, die ich hier rechts oben dargestellt habe. Dazu muss man das Z0 wissen, das ist ja bekannt, 50 Ohm. Und dann muss man das S11 hier einsetzen, allerdings das Komplexe. Und erhält dann die Impedanz auch komplex. Das wiederum erledigen die meisten Netzwerkanalysatoren auch schon. Das heißt, man muss sich da nicht drum kümmern. Man kann direkt bei vielen Geräten als Ausgabegröße diese komplexe Impedanz anwählen. Und wenn man die jetzt mal nach Real- und Imaginärteil darstellt, sieht man, fangen wir mit dem Imaginärteil an, hier in der Frequenz von 10 kHz bis 100 MHz logarithmisch dargestellt und die Impedanz auch logarithmisch. Praktisch eine linear ansteigende Funktion. Das heißt, die Impedanz oder genauer gesagt der Imaginärteil der Impedanz ist proportional zur Frequenz. Das merken wir uns und der Realteil, der ist jetzt nicht ganz proportional, sondern der steigt mehr oder weniger immer mehr an, je weiter ich in der Frequenz nach oben gehe. Und zwar ist dafür die Erklärung einfach, dass ich zunehmende Verluste im Kernmaterial habe. Die Verluste im Kupferdraht kann ich nahezu vernachlässigen, die gibt es natürlich auch, aber die wesentlichen Verluste, die ich hier habe, das sagt zumindest die Theorie, die kommen aus den Verlusten im Kernmaterial. Aber im Vergleich sind die noch relativ gering zu dem Imaginärteil der Impedanz. Und aus diesen Größen kann ich jetzt weitere Größen, nämlich die, die ich eigentlich wissen möchte, bestimmen. Und zwar aus dem Imaginärteil, aus dieser gerade gezeigten linear ansteigenden Kurve, kann ich den Blindwiderstand berechnen nach dieser Gleichung. Umgekehrt, aus dem Blindwiderstand, der hier in dieser Gleichung dargestellt ist, kann ich durch Umstellen die Induktivität bestimmen. Das ist also der Blindwiderstand, der hängt natürlich von der Frequenz ab. Und wenn ich das umstelle, bekomme ich diese Gleichung. Auch diese Größe können viele Netzwerkanalysatoren direkt darstellen.
Die haben ja quasi das S11 zur Verfügung, berechnen daraus die Impedanz, haben den Imaginärteil der Impedanz und daraus können sie dann dieses L, also die Induktivität, bestimmen. Hier sieht man übrigens schön nochmal im unteren Frequenzbereich den Einfluss des Rauschens. Das ist kein Fehler in der Kalibrierung, sondern das ist einfach überlagertes Rauschen. Da ist die Impedanz oder in diesem Fall speziell der Imaginärteil der Impedanz so klein, dass da schon das Rauschen zu diesen Schwankungen führt. Dann habe ich hier einen weiten Bereich einer nahezu konstanten Induktivität und hier scheint dann die Induktivität scheinbar zuzunehmen. Das ist wichtig, das ist nur eine scheinbare Zunahme, die wird nämlich dadurch erzeugt oder vorgetäuscht, dass es hier zu hohen Frequenzen eine Parallelresonanz gibt. Dann ist praktisch diese gesamte Spule mit der parallel geschalteten parasitären Kapazität sozusagen ein Parallelschwingkreis. Und das äußert sich dann so, dass hier eine höhere Induktivität vorgetäuscht wird. Aber ich kann hier schön die Induktivität ablesen. Die ist zum Beispiel bei 1 MHz 1,05 Mikrohenry. Und als letzte Größe interessiert uns noch die Güte. Die Güte lässt sich nun auch aus den Werten der Impedanz berechnen, und zwar einfach der Quotient aus Imaginärteil und Realteil. Das ist die Definition der Güte. Und die habe ich hier mal aufgetragen, auch wieder über den gleichen Frequenzbereich von 10 kHz bis 100 MHz. Und die Güte hier im logarithmisch skaliert. Und man sieht sehr schön, im Kurzwellenbereich zwischen 1,8 und 50 MHz komme ich tatsächlich auf eine sehr hohe Güte von über 100. Und bei 14 MHz habe ich mir mal rausgesucht, liegt hier das Maximum der Güte vor von über 200, also genau 220, was für eine Eisenpulverinkernspule ein ausgezeichneter Wert ist. Kommen wir zum dritten Beispiel. Dabei handelt es sich um eine Delta-Loop-Antenne für 7 MHz. Und ich möchte diese Antenne auf beste Anpassung bei 7,04 MHz, also im Telegrafiebereich, abgleichen. Warum muss ich das überhaupt machen? Ich kann natürlich die Antennengrößen berechnen, das habe ich auch getan, mit einem Simulationsprogramm für Antennen mit NEC2, komme dann auf diese Werte. Rechnerisch hat die Antenne mit diesen Größen bei 7,04 MHz ihre beste Anpassung, aber die hängt in der Realität von dem genauen Abstand hier der Loop-Basis zum Erdboden ab und natürlich auch von den Erdbodeneigenschaften. Das heißt, ich komme letztendlich nicht um einen Abgleich herum, wenn ich mit dieser Antenne eine gute Anpassung erzielen möchte. Die Aufgabe besteht also nun, im Fußpunkt, das hatte ich mir zum Ziel gesetzt, die Impedanz zu bestimmen. Das heißt, das ist etwas anspruchsvoller, als die Impedanz eines Bauteils zu bestimmen. Das kann ich in meinem Check tun, kann meinen Netzwerkanalysator auf den Tisch stellen und das Bauteil direkt anschließen. Aber hier bin ich draußen und dieser Fußpunkt ist in etwa 2,7 Meter Höhe. Und das ist nicht ganz so einfach, den Netzwerkanalysator anzuschließen. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie man aus diesem Dilemma herauskommt, beziehungsweise wie ich das gelöst habe. Das Problem liegt eigentlich genau genommen darin, dass ich den Netzwerkanalysator ja kalibrieren muss. Und diese Kalibrierung findet normalerweise direkt am Port oder über ein kurzes Kabel am Netzwerkanalysator statt. Das heißt, das ist meine Bezugs- oder meine Messebene. Und diese Messebene müsste ich jetzt auf 2,70 Meter Höhe, nämlich in den Speisepunkt, verfrachten. Das heißt, die Lösung 1 wäre natürlich, auf die man sofort kommt, den Netzwerkanalysator direkt oben im Speisepunkt anbringen und da messen. Das ist natürlich relativ unpraktisch und ich glaube, es möchte keiner, dass sein Netzwerkanalysator bei diesen Versuchen auf den Boden fällt. Die zweite Lösung wäre auch denkbar eigentlich, über eine Lambda-halbe Leitung, über eine Lambda-halbe Transformationsleitung zu messen. Bekanntlich funktioniert ja eine Lambda-halbe Leitung als 1:1 Trafo. Das heißt, sie transformiert die Impedanz an ihrem Eingang auf den gleichen Wert am Ausgang, unabhängig von ihrem Wellenwiderstand. Das funktioniert natürlich nur für eine Frequenz, nämlich für die Frequenz, wo die elektrische Leitungslänge gerade Lambda halbe ist. Und außerdem steckt da ein gewisser Aufwand hinter. Ich müsste diese Leitung erst herstellen, für diese Frequenz abgleichen und so weiter. Und deshalb habe ich den dritten Punkt gewählt. Und das ist eine Möglichkeit, die der Netzwerkanalysator bietet. Ich
kalibriere einfach nicht mehr an dem Tor 1 direkt, wie ich es üblicherweise tue, wenn ich den Netzwerkanalysator auf dem Tisch habe, sondern ich nehme ein, in diesem Fall 3 Meter langes Koaxialkabel und messe oder nein, und kalibriere an dessen Ende den Netzwerkanalysator. Ich habe also sozusagen die Kalibrierebene nach hierhin verschoben. Jetzt werden Sie sagen, okay, dieses Kabel hat eine gewisse Länge, eine gewisse Dämpfung. Das aber kalibriere ich in Häkchen raus. Das heißt, die Kalibrierung leistet praktisch diese Transformation der Kalibrierebene von da nach da. Das heißt, für mich sieht es nachher so aus, als hätte ich den Netzwerkanalysator auf dieser Ebene kalibriert und kann in diesem Fall hier messen. Das heißt, ich kann dieses kurze Kabel an meine Antenne anschließen, der Netzwerkanalysator steht sicher auf dem Boden und ich kann die Messung durchführen. Und das, genau das habe ich getan. Und hier sieht man das Messergebnis, wieder dargestellt im Smith-Diagramm, also den Eingangsreflexionsfaktor, das S11, aufgetragen, oder der Messbereich war zwischen 6 und 8 MHz und 7 MHz waren hier. Das heißt, hier kann man sich vorstellen, etwas oberhalb von 7 MHz schneide ich hier die reelle Achse und habe damit hier die beste Anpassung. Und das ist schon das Messergebnis nach der Kürzung des Umfangs um etwa 65 cm. Wie üblich habe ich natürlich den Umfang erst großzügig bemessen, um dann durch Abschneiden auf diese Resonanz abgleichen zu können. Das kann man auch im SWR-Plot nochmal darstellen. Hier etwas eingeschränkt in der Frequenz von 6,7 bis 7,2 MHz. Das SWR aufgetragen, hier nochmal dargestellt, wie sich das SWR aus dem S11 berechnet. Wie gesagt, das erledigt der Netzwerkanalysator für mich in diesem Fall. Und hier sieht man die zwei Kurven, nämlich nochmal die Original-Delta-Loop ungekürzt in blau und in rot nach 65 cm Kürzung fertig abgeglichen auf die gewünschte Frequenz. Und hier kam raus 7,03 MHz beim SWR von 1,2, also einem sehr guten Wert. Mit dieser Antenne kann man sofort funken. Damit habe ich Ihnen die Beispiele gezeigt. Ich möchte ganz zum Schluss noch kurz die Literatur darstellen, die ich verwendet habe, und darf mich damit fürs Zuhören bedanken. Ich konnte Ihnen hoffentlich die Möglichkeiten, die man mit einem Netzwerkanalysator im Amateurfunk hat, darlegen und würde mich freuen, wenn Sie sogar sich dadurch angeregt fühlen, eigene Messungen mit dem Netzwerkanalysator zu machen. Viel Erfolg dabei, wünscht Uwe, Delta Lima 4, Alpha Alpha Echo. Ja, liebe Zuschauer, das war der sehr interessante Beitrag vom Uwe. Und zwar lese ich es hier nochmal ab. DL4 AAE, Uwe Neibig, Messung von Netzwerken im Amateurfunk. War sehr interessant, kann man mit Sicherheit was lernen. Und er hat ja gesagt, Nachmachen ist angesagt. Also, Uwe, ganz herzlichen Dank zu dir für diesen hervorragenden Beitrag und eine angenehme Zeit wünsche ich. Vielen Dank, Wolfhard. Hat mich gefreut und war mir ein Vergnügen, das hier vortragen zu dürfen. Ja, liebe Zuschauer, schauen Sie auch die anderen Beiträge sich an im Rahmen der Hemradio World 2021. Das war's, Ihr Moderator vom Team Faszination Amateurfunk, Wolfhard Eidenmüller, DO5WE. Hey, ihr seid ja noch da. Hat euch der Beitrag also gefallen? Also wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr ihn liked. Außerdem könnt ihr ihn hier abonnieren und ständig kommen neue Beiträge, die seht ihr hier. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Beiträgen von Faszination Amateurfunk. Bis dahin, VY73.